Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Nexomon Extinction. Ich habe ja gesagt, dass wir in diesem Part mal eben hier hochgehen und gucken, was hier überhaupt ist. Oh. Hier scheint ein kleiner Sandsturm zu sein. Ach, was machst du da? So viele Tyranten an einem Ort zu verscharren, das wird früher oder später Drachen anlocken. Es ist sehr gefährlich, hier zu arbeiten. Sei vorsichtig. Ah, aber das alles... Oh, das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Ah, ein Begleiter. Fortle. Cool. Spaß, Leute. Fortle habe ich letztens schon gesehen, als ich trainiert habe. Nur ich habe vergessen zu speichern. Und das hat mich richtig geärgert, dass ich nicht gespeichert habe. Deswegen sind wir eben noch hier. Sonst ist hier nämlich nichts. Aber jetzt haben wir eine Schildkröte. Sehr cool. Eine Schildkröte. Mehr ist ja wirklich nicht. Hat mich auch verwundert. Ist ja einfach eine Sackgasse dann ist. Aber okay. Dann gehen wir mal weiter. Ja, Schildkröte kommt gar nicht mehr hinterher. Seitdem ich hier Speedy bin. Ne? Speedy, Speedy. Na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf zur Dracheninsel. Dort erwartet uns ja Lydia? Ich glaube Lydia. Ich meine Lydia. So, Lateria. Waren wir jetzt eigentlich schon überall? Nee, guck mal, bei Lateria rechts sind noch Häuser unten rechts. Dracheninseln, auf dahin. Oh, da wartet sie schon. Oh, hey. Lydia wartet dort drüben auf uns. Sie kann uns einen Ort zeigen, an dem wir das Tyrantenradar nutzen können. Ich habe mein nächstes Mal nicht komplett auf 40 trainiert. Wir sind jetzt auf 36, 48. Die habe ich auf 40 trainiert und ja. Das war nämlich nervig. Hoch 10, tatsächlich. Okay. Beeil dich, Moritz. Ich kenne den perfekten Ort für Atlas. Er wird die Welt unter uns ohne Probleme nach Tyranten scannen können. Okay. So, was gibst du mir? Da musst du ein starker Tamer sein. Da musst du bestimmt wie alle heutigen Tamer XP-Booster sammeln. Du Glückspilz, ich habe einen genau hier. Willst du ihn haben? Was krieg ich denn dafür? Ja, komm, gib her. Ja. Sehr schön. Okay, cool. Dann gebe ich das mal hier. Ich gebe dir das einfach mal, ja? Du bist so eine große Unterstützung für mich. Wieso habe ich so viel? Ich weiß es nicht. Ich gebe dir mal zwei. Und ein Schutzding und nochmal Leben, ne? Leben ist auch gut. So, dann Deyama. Die gebe ich natürlich auch was. Ab von den Lorbeeren hier. Ja, rechts. Dann hier Ausdauerkern. Bitteschön. Weiß nicht, ob du den brauchst. Immunität und ein Synergie. Sehr schön. Und dann gebe ich dir, weil ich denke, du entwickelst dich nur einmal hier. Hört die Menge Münzen hier, bitteschön. Münzi, Münzi sind immer gut, ja? Dankeschön für den XP-Booster. War das nicht hier, wo ich irgendwo die Sachen eintauschen konnte? Nee, ne? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her, Leute. Ich finde den Ort. Irgendwann finde ich den. Irgendwann. So, hier kämpfen sie, die süßen kleinen Leute. Ah ja, war klar, dass das hier hinten ist, glaube ich. Wo es hätte auch noch diese große Drachensteintafel sein können. Dieser Ort ist am besten für dein Radar. Von hier können wir alle Tyranten finden, bevor Vardos sie aufspürt. Das ist also, was Dina von mir wollte. Okay, Zeit, die Welt zu scannen. Beep. Beep. Und? Was siehst du, Atlas? Oh, das Radar funktioniert. Ich kann die Tyranten spüren. 1, 2, 3, 4. Ich kann 4 Tyranten da draußen spüren. Das ist perfekt. Wenn wir alle 4 rekrutieren können, haben wir vielleicht sogar eine Chance gegen Vardos. Ausnahmsweise scheint das Glück mal auf unserer Seite zu sein. Weiß ich noch nicht. Gibt es Neuigkeiten, Vardos? Ja, ich habe einige Tyranten aufspüren können.
Wie viele Tyranten hast du gefunden? 4 Tyranten, ja. 4 Tyranten? Gut gemacht, Vardos. Wenn du sie besiegen kannst, ist das ein großer Schritt für uns. Absolut, Amelie, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich kann sie auf dein Kommando vernichten. Dann besiege die Tyranten, Vardos. Zeig mir, was du drauf hast. Zeig der Welt, dass du auf der Seite der Menschen bist. Oh nein. Gar nicht gut. Der klaut uns jetzt unsere 4. Ich wusste es. Mach dir keine Gedanken, Mulzimmer. Sobald du dich erholt hast, werden wir Ignitia einnehmen. Sie werden schon sehen. Wir werden unsere Rache bekommen. Ich glaube nicht. Was war das? Was ist los? Was ist diese Kraft? Was ist das? Mulzimmer! Ich wollte eh kein Mulzimmer, ich wollte Nivalis. Oh nein, hier ist Nivalis, oder? Eis? Schnee? Oh nee, ich wollte Nivalis haben. Nein! Ich wollte ihn. Och Mann. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Die Gilde hat bekannt gegeben, sie hätten ein Monster namens Vardos. Ein Super Nexomon nennen sie es. Aber es wird schon irgendwie. Dieser alte Turm ist eine gute Unterkunft. Wir können uns hier für eine Weile verstecken. Das glaube ich nicht. Verdammt. Was war das? Okay. Super. Ich hoffe, Atlas hat andere 4 Titanen gefunden. Was geht hier vor sich? Oh, unter Wasser. Der wird auch gefunden. Was ist da was? Wenn ich mich nicht irre, jagt Vardos die Tyranten auf der Oberfläche. Alles läuft nach Plan. Vardos wird vor lauter Anstrengung geschwächt sein. Er wird verwundbar sein. Das wird unsere letzte Chance sein, Amelie zu verraten und ihre Gilde zu übernehmen. Eigentlich kann nichts schief. Oh mein Gott, er wollte Amelie verraten. Oh mein Gott, Logan. Hätte ich von dir nicht gedacht. Hätte ich echt nicht von ihm gedacht. What? Oh, Euphus auch. Oh. ZZZ. Gell, oh, das ist nicht gut. Nur noch 5 Minuten. Okay. Das war es absolut wert. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar das überlebt hat, oder? Nee? Okay, schade. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Atlas, die Tyranten. Ja, es stimmt. Die Tyranten sind weg. Alle. Wir haben verloren. Bevor wir überhaupt angefangen haben. Alles, was wir getan haben, war für nichts. Warum passiert das alles? Ja gut, ne? Moritz. Kannst du mich hören, Kind? Gib die Hoffnung nicht auf, Moritz. Es gibt noch einen Tyranten. Du kannst noch gewinnen. Pass auf, Moritz, öffne die Augen. Oh, ist die Anfängerbrücke. Ja, ich weiß, wo das ist. Die Hauptstadt Parum. Geh zur Hauptstadt. Okay, ich gehe zur Hauptstadt. Aber ich habe da noch eine Kiste gesehen, die hätte ich lieber. Oh, ich dachte gerade, die Statue wäre das vielleicht. Beleben wir den ja wieder? Dort. Dort gibt es einen verborgenen Weg zu Kahns Wäldern. Du musst unter allen Umständen dorthin gelangen. Ist der erste Wald, Leute, oder? Was du siehst, ist ein sicherer Hafen, der nicht mal Vardos erreichen kann. Ein Zufluchtsort vor seiner Boshaftigkeit. Ein wahres Paradies auf einem Schlachtfeld. Du musst herkommen, Moritz. Komm zu mir. Ah, da ist er. Ein Wald. Die anderen Tyranten mögen besiegt sein, aber es gibt noch immer einen Weg, Vardos auszutricksen. Beeil dich, Moritz. Ich bin dein Freund. Ich warte auf dich. Wir kriegen vielleicht einen Baum. Sehr cool. Was meinst du das ernst? Ein Tyrant hat gerade mit dir gesprochen und er will, dass du nach Parum kommst. Dir ist schon klar, dass das nach einer Falle klingt, oder?
Hast du schon mal von einem Wald in der Mitte der Stadt gehört, Lydia? Oh, die ist, glaube ich, verletzt. Hm, scheinbar hat sie ihren Willen zu kämpfen verloren. Nun, wir haben keine andere Wahl. Lass uns zur Hauptstadt aufbrechen. Okay. Oh mein Gott, Leute. Das Blatt wendet sich vielleicht doch nochmal. Aber ob wir es schaffen werden, ich glaube fest daran. Ich weiß nur gar nicht, ob man Tyranten auch mit Nexo-Traps fangen kann. Weiß ich nicht. Vor allem, hassen die mich nicht alle hier in der Hauptstadt, warum? Ich weiß es nicht. Das ist also, was aus Parum geworden ist. Alleine der Gedanke, wie nah wir an Vardos sind, lässt mich schaudern. Ich habe mal etwas geforscht und es gibt tatsächlich einen kleinen Wald, der vom Nordwesten der Stadt erreichbar ist. Suchen wir ihn. Ja, das tun wir. Das tun wir. Nee, okay. Kaum in Parum schon irgendwie komplett lost. Okay, hier oben auf jeden Fall irgendwo. Da oben, genau. Da ist der Wald. So, was gibst du mir eigentlich Schönes? Paar Pfeifen, ja komm. Nehmen wir mal an hier. Meine, so wertvoll sind die Scherben mittlerweile eh nicht, weil man die gefühlt überall findet. Na, oh nein, Entschuldigung, habt ihr eine Zugangskarte? Nur autorisierte Thema-Wissenschaftler haben hier Zutritt. Kennen wir Wissenschaftler, die uns eine Zugangskarte geben könnten? Diese Stadt ist voll von Wissenschaftlern. Irgendjemand hier sollte uns doch reinlassen. Och nee. Als ob ich jetzt hier einen Wissenschaftler suchen muss. Bist du einer? Wir gehen, glaube ich... Obwohl, der da sieht eigentlich aus wie einer. Dem ich in all meinen Arbeiten das Wort Kantum verwendet habe. Niemand weiß so richtig, was das bedeutet. Ja, kannst du mich nicht hier ausstellen lassen, hallo? Och man, seid ihr alle Wissenschaftler oder was? Das ist ja hier ein Witz, oder? Du bist keiner, ich weiß. Und du, kleines Mädchen? Ich weiß nicht, ob ich einen Wissenschaftler kenne hier im Spiel. Was ist das denn hier für eine Aufgabe? Ich weiß es nicht, hallo? Ja, komm hier. Nee, ihr seid alle keine Wissenschaftler, ist aber nervig. Dann gehe ich mal hier rein. Vielleicht ist hier jemand. Nett. Ah, stimmt. Wir waren nur hier. Bist du das? Habe ich das getroffen? Ja, komm hier, akzeptieren. Ups. Ah ja. Bitteschön, danke. Super. Hier haben wir doch. Genau dich. Oh, Moritz. Was ist los? Braucht ihr was? Hans Wälder, hm? Oh, der ist nichts Besonderes. Nur ein paar bunte Bäume und so weiter. Nun, solange ihr dort nichts Verdächtiges tut, lasse ich euch gerne rein. Immerhin bist du ein Goldtamer. Nun da, Moritz, ich könnte meine Zugangskarte leihen. Oh, danke schön. Oh, Bonnie, ich bin Fan. Oh, oh, was passiert hier? Ups, das muss Vardos sein. Er ist etwas ungeduldig und will mehr Tyranten finden. Macht euch um ihn keine Gedanken. Viel Spaß im Wald, Moritz. Okay, ja, ich laufe schon. Ich bin schon dabei. Oh mein Gott, ey. Die sind hier alle verrückt, Leute. Ganz ehrlich, ich speichere mal sicherheitshalber. So, ja, überschreiben, danke. Oh mein Gott, ey. Ist das da eigentlich rechts für ein Tyrann, dieser Drache? Oder ist das einfach ein Neximon? Als ob mich da jetzt keiner auffällt und fragt nach der Dingsi-Bumsi. Naja, egal. Oh, das sieht schön aus. Kahnwälder. Wird es, glaube ich, eher Kahnwälder? Weiß nicht. Oh, schau diesen Ort an. Er ist voller Wissenschaftler. Bist du sicher, dass sich hier ein Tyrant versteckt? Mein Radar hätte schon längst was spüren sollen. Ja, hier ist einer. Oh, es ist nicht üblich, in diesen Wäldern ein Thema der Gilde zu sehen. Jedenfalls bezweifle ich, dass du hier etwas Interessantes findest. Was bist du für einer? Okay. Gib mal hier das Unigiri her. Wie geht's dir? Rest der Welt? Super. Was gibt's denn hier für Nexomon? Oh, das sieht ja cool aus. 38, ich mach 39. Ich mach mehr Schaden, kleines Ding, ja? Da fasst du. Oh, doch, nee. Ich mach doch nicht mehr Schaden. Ich nehme alles zurück, kleines Ding. Ich will dich haben. Ich will dich haben. Ich will dich auswechseln. Hier, komm, ich fange dich auch, ja? So, wo haben wir hier denn Blatt?
Damenpflanzendings. A, X, A, X, Y, A, A, B. Komm bitte. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ein neues Nixemon. Ärger niemals einen Piltry. Der Geruch ihrer Tränen bringt jeden in seiner Umgebung. Ach, ich dachte, da steht zweimal jeden. Habe ich mir irgendwie eingebildet zum Weinen. Alles klar, ins Team aufnehmen. Ja, du gehst dafür raus. Ja, super. Oh, cooles Nixemon. Das sah echt süß aus. Vielleicht finden wir noch was Cooles. Aha, wow. Das gefällt mir auch sehr gut. Eine Elektrofledermaus. Oh, hier haben wir die Entwicklung von Fan. Dingsy Bumsy. Sieht auch sehr gut aus. 44. Könnt ihr einfach alle mein nächstes Mal nochmal fangen und dann bin ich fertig mit dem Trainieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder? Ja, ne? Schon irgendwie. Ich glaube, das war auch die einzige Kritik an dem Spiel. Dass man eigentlich in jedem Gebiet einfach die nächste Mal fangen kann und fertig ist man mit dem Trainieren. Das habe ich so gelesen, zumindest. Ach, du bist auch ultra selten, Mara. Ja, cool. Tschüss. Schissi ist ein Starter, glaube ich. Aber ich dachte, da geht's weiter. Geht's aber nicht. Den kennen wir schon. Wir laufen jetzt in dem Part auf jeden Fall noch zum Tyranten, Leute, ja? Wir finden den. Ist das Shiny? Gibt es hier Shinies? Weil das ist so rot. Und ich... Warte, da muss ich jetzt aber hier nach Datenbank. Pflanze war's. Wo ist es denn hier? Oh, das ruckelt hier aber ganz schön, ne? Muss man ja hier mal gesagt haben. Wo ist es denn? Alter, gibt's hier viele. Ach ne, Flug, ne? Ich glaube, es war Flug. Hier müsste es sein, irgendwo. Da. Oh ne, es ist rot. Ist mir nie aufgefallen. Ich dachte, es wäre immer komplett grün. Wir müssen hier rüber, ne? Aber hier geht's auch nicht weiter. Oder? Nee. Okay, hier schon mal nicht. Ja gut, dann gucken wir mal hier weiter. Ob wir sonst hier noch irgendwo hin können. Wir könnten hier runtergehen. Oh, warte, da waren Frostdings. Habe ich vorhin nicht benutzt, glaube ich. Oh, das hätte mir hier echt auffallen können. Habe ich ja komplett übersehen. Feuer. Damit man zur Sicherheit sagen kann, dass man hier nicht einfach so rein kann. Dann haben wir einen Geist. Der interessiert uns jetzt aber erstmal nicht. Ich würde gerne hier hinten mal gucken. So, jetzt holen wir uns erstmal hier wieder ein paar Scherben. Noch kein Nixemon da. Oh, noch eine Fledermaus. Drackli. Cool. Sehr, sehr nice. Oh. Ach, die Erdfähigkeit haben wir doch. Haben wir noch bekommen. Scheinbar waren die Wissenschaftler noch nie so tief im Wald. Was auch immer hinter dieser Höhle liegt, muss seit einer langen Zeit ungestört sein. Vielleicht hast du recht, dass sich hier ein Tyrann versteckt. Aber warum kann Varus diesen Ort nicht aufspüren? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wegen den Wäldern, dass sie irgendwie so eine Art Signalblocker sind. Das könnte ja sein. Warte, ich hole mir auch noch. Und dann machen wir den Felsen hier kaputt. Peng! Sehr schön. Ey, speichern nochmal. Sicher ist sicher. Ne, nicht laden. Speichern. Boah, das war knapp. So, gib mir die Geisterscherbe. Oh, hier geht's doch noch weiter. Oh, sieht ja schön aus hier. Scheinbar hat das jemand gebaut, um Leute draußen zu halten. Hier ist bestimmt irgendwo ein Schalter in der Nähe, der den Weg öffnet. Hier ist auf jeden Fall kein... Oh, da geht's weiter. Ey, was ist das denn hier für ein Pilz? Oh mein Gott.
Was ist das hier für ein cooler Wald? Ich möchte wissen, was das hier für ein Exo ist. Oh, du siehst auch so cool aus. Oh, der Wald, ne Leute, ich sag's euch. Das ist, glaube ich, jetzt mein Lieblingsgebiet von dem ganzen Spiel. Ohne Kack. Ist ja hier... Nee, das ist fast wie ein Traum hier, dieses Spiel. Beziehungsweise dieses Level-Design. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Okay, dann sind wir von... Nee, wir sind von unten gekommen. Muss hier ja irgendwo ein Schalter sein. Gehen wir mal gucken. Das sind auf jeden Fall Dornbüsche. Ah, okay, wir können hier nur runterspringen. Machen wir es auch. Oh, muss ich gleich gegen den kämpfen oder habe ich den dann einfach so? Ich habe keine Ahnung. Ist ja schließlich ein Tyrant. Oh, da ist aber eine Höhle. Oh, oh, ups, bin wieder rausgegangen. Leute. Ja, Leute, dann gibt es diesmal einen etwas längeren Part, weil ich habe gesagt, wir gehen auf jeden Fall zum Tyranten, Leute. Und das machen wir jetzt auch in dem Part. Egal, wie lange das jetzt hier noch dauert. Aber wir machen das. Wir machen das. Oh, das ist ja auch cool. Oh, Alter, hier gibt es richtig coole Nexomon. Ach Gott, ey. Leute, Leute. Ah, da ist der Schalter wohl. Okay, wie komme ich da hin? Ah, wahrscheinlich hier. Oh, was sind das denn da für Dinger? Riva! Ein Raxuma. Okay. Super Slam. Also, wenn ich... Ah, ne, ich kann die, glaube ich, nicht fangen, oder? Kann ich die fangen? Ne, kann ich nicht. Okay, dann müssen wir die leider besiegen. Tut mir echt leid, ich hätte euch gerne gehabt. Tatsächlich. Du siehst nämlich echt sehr, sehr cool aus. Wirklich. Kompliment. An dich. Super Slam, bitte. Oh, macht nur 28. Ist nicht so effektiv. Aber... Es geht eigentlich, es geht. Kriegt gleich die Erfahrungspunkte irgendjemand anders. Finde ich eigentlich, ist in Ordnung. Griffwurzeln, ich probiere es mal aus. Aha, 25, sehr schön. Grüne Strömung, okay, die konnte ich nicht ausprobieren, macht aber nichts. Boah, 25 macht das an Damage, das ist schon gut. Ist echt gut. Sehr schön, guck mal. Hast du ihn besiegt, ohne was zu machen, gefühlt. Hatte kein... Achso, XP-Booster heißt nicht das, okay. So, gehen wir mal hier hoch. Da ist auch ein Loch, ne? Kann ich da reinspringen? Müssen wir gleich mal testen. Ein Trank. Oh mein Gott, ein Elefant. Schnell weg hier. Nee, da kann ich nicht reinspringen. Okay, hier aber. Wuhu. Und rüberspringen. Ach nee, unterspringen. Und dann sind wir hier. Okay, dann machen wir hier mal das. Dann müsste der Weg sich eigentlich offenbart haben, oder? Ja, dann gehen wir raus. Super. Boah, echt cool, Leute. Das Spiel ist echt cool, wirklich. Also. Weg. Schnell weg. Fände es, glaube ich, besser, wenn die freien Nexomon nicht so hoch sind. Ich meine, ich würde die viel, viel lieber fangen, wenn die nicht so hoch sind. Ich hätte nämlich keine Lust, immer gegen die zu kämpfen, weil das mir zu lange dauert. Oh, was sind das denn? Oh, wir sind in einem Dorf angekommen. Willkommen, willkommen! Das ist versteckte, das ist ein verstecktes Dorf. Das ist sicherer Hafen, das ist altes Zuhause. Lord Tikala wartet auf euch. Ich glaube, dieser Tikala ist der Tyrant, der uns gerufen hat,
Diese Leute scheinen nichts mit der Gilde zu tun haben. Irgendetwas hält diese Stadt verborgen vor Vardos Augen. Wir sollten hier sicher sein. Tigala, Tigala, wir heilen uns mal eben. Tigala, Tigala. Ja, heilen bitte. Dankeschön. So, eine nächste Truppe hier geklaut. Willkommen, willkommen. Nächste Morgen friedlich hier, nächste Morgen gut. Genieß die Stadt, entspann dich, bleib hier. Oh, das ist aber nett. Hier kein Dorf, hier kein Leute. Wir versteckt, um zu bewahren Vermächtnis. Aha, cool. So, erstmal hier wieder ein Wegpunkt. Nice. Dann will ich auf jeden Fall in das Haus rein. Ich will gucken, wie es hier drin aussieht. Ah, erinnert mich ein bisschen an die Geheim-Dungeon, Geheimbasen aus der Höhenregion von Pokémon. Na, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, da ist er. Ich hätte vielleicht speichern sollen, oder? Ich weiß es nicht. Ah, Moritz, der Sohn von Nara, der weißgesagte Erbe vom König der Monster. Du ehrst uns mit deiner Präsenz. Bist du der Tyrant, der uns gerufen hat? Ja, in der Tat, ich bin auf eurer Seite. Ich bin ein, nun, wie deine Mutter es nannte, ein Backup-Plan, sozusagen. Sie befürchtete, dass Vardos alle Tyranten auslöschen würde, bevor du sie für dich gewinnen könntest. Und tatsächlich, er hat es getan. Ich schulde Dina mein Leben, die mich an diesem wunderen Ort versteckt gehalten hat. Wunderbaren Ort, würde ich mal sagen. Und jetzt kann ich meine Schuld begleichen, indem ich an der Seite ihres Sohnes kämpfe, Moritz. Worum geht es dann in diesem Backup-Plan? Es ist ein gefährliches Unterfangen, aber wir haben keine Wahl. Dina hat einen verzweifelten Plan ausgearbeitet, den wir ausführen müssen, wenn wir auch nur eine geringe Chance gegen Vardos haben wollen. Oh oh. Vardos ist da, oder? Nee. Hilfe, Hilfe! Gildentämer, Gildentämer haben unser Dorf gefunden! Das muss an dem Stein liegen, den wir auf dem Weg hierher zerstört haben. Es muss sich aber um normales Speer halten. Wenn sie wüssten, dass hier ein Tyrant lebt, hätte Vardos bereits angegriffen. Moritz, du musst mir helfen. Wenn sie mich finden, dann ist der Backup-Plan verloren. Ich muss versteckt bleiben. Das ist schlecht, wenn die Gilde herausfindet, dass wir einen Tyranten helfen, werden sie uns zurück ins Gefängnis stecken. Wir müssen diese Eindringlinge um jeden Preis zurückhalten. Oh Gott. Besiege all die Eindringlinge im versteckten Dorf. Oh Gott, Leute, ey. Okay, ich muss sie alle ausschalten. Ich muss sie alle ausschalten. Noch sehe ich keinen. Ja gut, Leute. Ich würde dann sagen, aber an der Stelle Schluss. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.